Freilich haben Sie noch keinen Einblick in die Details dieses Falles, aber das, was man bislang weiß, ist, dass ein 29-jähriger österreichischer Staatsbürger offenbar seine 28-jährige Lebensgefährtin erstochen hat. Mhm. Dem Ganzen geht ein Streit voraus. Die Frau muss schon ins Spital, ungeklärt ist. Ist sie dann von sich aus wieder zurück nach Hause? Hat sie ihn dann wieder reingelassen? Was sind da die ersten Gedanken, die Ihnen durch den Kopf gehen? Klassischer Fall, den Sie schon so oft begutachtet haben? Oder sticht etwas heraus, dass Sie sagen, das wirkt ungewöhnlich? Ich kenne zu wenig Details dazu und allgemein kann ich nur sagen, bei solchen Daten, diese Daten sind ja immer nur die Spitze eines Eisbergs. Da ist ja schon viel im Vorfeld gelaufen, wahrscheinlich eine Auseinandersetzung tätig, auch mit Messer, ist dann immer der, der eigentlich sich weniger konstruktiv wehren kann oder auch auseinandersetzen kann, eigentlich der Schwächere in der Beziehung ist, aber sich stärkevoll demonstrieren muss. Und so eine Auseinandersetzung kann entgleisen. Diese entgleist besonders dann, wenn Trennung im Raum steht, wenn irgendeine Außenbeziehung im Raum steht, wenn im Raum Vorwürfe stehen mit Kränkung, Demütigung und so weiter. Dann kann sowas in so eine Richtung gehen. Sie haben vorhin gesagt, der mit dem Messer in der Hand ist quasi der Schwächere. Fühlt sich der Täter dem Opfer unterlegen? Das kann man so nicht sagen, aber es ist gewissermaßen man weiß, dass wer Gewalt anwendet, nicht der Stärkere sein kann und der Stärkere ist. Weil wer als Hilfsmittel ein Messer braucht, um etwas jetzt abzustellen, nämlich den anderen abzustellen, ist ja nicht Auseinandersetzung und somit auch gar nicht fähig, sich wirklich mit dem anderen auf einer gleichwertigen Ebene zu befassen. Aber ist der Täter auch nicht in diesem Moment als Bewaffneter, der zumindest scheinbar und aus seiner Sicht Überlegene? Möglicherweise fühlt er sich so, das Messer ist der verlängerte Arm, nicht? Also wie wenn ich jetzt potent etwas vorstrecke und den anderen niederzwinge in meine Gewalt, Das heißt, dass sie so zu sich verhalten hat, wie ich es jetzt brauche und wie ich es jetzt wünsche. Und wenn ich jemanden mit vielen Stichen töte, dann stelle ich ihn ab. Dann halte ich das nicht aus, dass der in einer Art und Weise mit mir umgeht oder etwas präsentiert, was nicht meins ist. Der Mann soll ersten Meldungen zufolge dann direkt im Anschluss an die Tat scheinbar einer verwandten Person des Opfers die Tat gestanden haben. Die hat dann die Polizei gerufen und der Mann hat sich widerstandslos festnehmen lassen. Worauf lässt sich das schließen, wenn jemand justament im Anschluss gesteht und sich dann widerstandslos festnehmen lässt, bereut? Der dann schon in diesem Moment scheinbar die Tat, oder wie kann man das einordnen? Das kann man, aber bereut kann man so nicht sagen. Aber es ist die erste Wut oder das erste heftige Gefühl, was federführend war, ist abgeflaut. Und dann setzt oftmals die Vernunft und dann schon auch oft Angst ein, nicht, was man jetzt angerichtet hat. Letztlich ist ja so ein Durchbruch an Gewalt oft verbunden damit, dass man sich ja gar nicht mehr am anderen orientiert, wie es dem geht, sondern die gesamte Wut, die Spannung, die in dieser Beziehung oder in einem Streit oder in einer Aussprache war, ablässt und erst dann aufhört, wenn sie unter einen Schwellenwert gesunken ist. Und dann steht man oft vor vollendeten Tatsachen, nicht? Was lässt sich über Männer, die zu Beziehungstätern werden, sagen? Was für Persönlichkeitsmerkmale lassen sich beobachten? Also wir wissen, dass die Gender-Theorien sagen, was nicht immer stimmt, muss man sagen, aber doch häufig vorkommt. Männer töten ihre Partnerin dann am ehesten, wenn sie gehen will, in Trennungssituationen. Und noch mehr, wenn sie zu einem anderen gehen will oder wenn wer im Raum steht. Das heißt, es ist ein Unerträglichkeitsgefühl, dass es außer mir selbst noch jemanden anderen gibt. Die Ehre, die sogenannte Ehre hat ja wieder, flammt ja jetzt immer wieder auf. Und dann stelle ich das einfach ab, weil wenn sie tot ist, gehört sie mir. Über die Persönlichkeit muss man sagen, es sind meist Menschen, die keine konstruktiven Abwehrmechanismen haben, die auch sehr kränkbar sind, vielleicht in der Vorgeschichte auch viel Kränkungen einstecken müssen, selbst Gewalt erlitten haben. Möglicherweise Männer sind häufiger als Frauen bei Gewaltdelikten alkoholisiert. Der Alkohol ist dann letztlich die letzte Hemmschwelle, manchmal sind auch Suchtmittel noch dabei, dass eine Antriebssteigerung und noch mehr Ärger kommt. Und dann wird in diesem Streit eine Gestimmtheit, sagen wir, eine Stimmung ausgelebt
und man macht dem ein Ende, aber nicht mit dem Ziel, jetzt das alles wirklich so ganz gezielt zu tätigen, sondern gefühlt, ich halte es nicht mehr aus, alles oder nichts, radikal. Sind das dann Kurzschlusshandlungen oder sind die schon länger überlegt? Das ist unterschiedlich. Beziehungsdelikte sind häufig Delikte, die aus der Situation entstehen und die letztlich gespeist werden von der Vorgeschichte. Da gibt es eine Unzahl von Spannungen, Kränkungen, Versprechungen, die nicht eingehalten wurden oder Vorwürfen oder sonst irgendwas. Und das fließt dann alles in diesen Moment hinein. Da gibt es die unglaublichsten Geschichten. Wir sprechen oft auch von Katatymenkrisen. Das heißt, die Gefühle sind federführend. Und eigentlich könnte man sagen, oftmals wird das Messer von dieser Wut und von dieser gefühlten Spannung dirigiert und dann zugestochen. Was lässt sich, ich unterstelle jetzt einfach mal quasi allen Menschen im Land, dass sie wissen, Mord bedeutet eine lange Haftstrafe per se. Also ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, dem das nicht bekannt ist. Was lässt sich also zu Menschen sagen, die trotz dem Wissen darüber, dass sie dafür womöglich 20 Jahre ins Gefängnis müssen, so eskalieren, dass sie wegen einer Lappalie in Wirklichkeit, weil ein Beziehungsstreit ist zumindest retrospektiv betrachtet immer eine Lappalie, vielleicht in dem Moment für den jeweiligen nicht, aber insgesamt eine Lappalie so eskalieren und einen Mord und auch die damit für einen selbst einhergehenden Konsequenzen nicht abschrecken lässt, das zu tun. Exakterweise müssen wir sagen, Mord ist immer eine rechtliche Qualifikation, das entscheiden die Geschworenen. Mord heißt, meinen Sie Tötungsdelikt? Oder ein formulieren wir es allgemeiner Tötungsdelikt. Tötungsdelikt ist ja die Stimme der Vernunft, wenn es nicht schon lange geplant war, immer leise. Ich meine, in unserem Leben ist sie in Gefühlssituationen leise. Das heißt, der Großteil hat ja das gar nicht vorgehabt, sondern da entgleist eine Situation einfach in eine Gewalttätigkeit hinein und vielleicht war schon Gewalt im Vorfeld im Spiel oder Drohung im Spiel. Und dann gibt es so letzte Aussprachen, diese furchtbar gefährlichen letzten Aussprachen, wo einer von beiden oft hofft, den anderen noch umstimmen zu können. Oder es wird jemand weggewiesen und dann wird er wieder hineingelassen, weil er möchte noch einmal kurz etwas besprechen und klären und verspricht dann zu gehen. Dann kommt es nicht mehr dazu, weil das Ganze wird wieder angeheizt und eskaliert im Moment. Also das sind Persönlichkeiten, die mit in dieser Konfliktsituation nicht umgehen können. Aber destruktive Anteile und Impulse sind in uns allen. Bei uns sind sie nur besser eingepackt. Wir tun sie auch anders kanalisieren. Also ein Großteil verbal oder in sonst einer Art und Weise. Frauen neigen dazu, mehr gegen sich sie zu richten. Männer in Trennungssituationen mehr gegen die Partnerin. Und stellen sie ab, damit sie das nicht mehr ertragen müssen. Ne? Aber wenn Sie sagen, die Vernunft ist freilich in solchen Momenten immer ganz, ganz leicht. Jeder weiß, er hat im Leben schon mal was Unvernünftiges gemacht, aber so eine gewisse Grundvernunft haben scheinbar doch sehr viele, weil sonst gäbe es natürlich bedeutend mehr Morde, als es dann letzten Endes gibt. Wie muss man so Menschen beurteilen, denen offenbar jegliche Grundvernunft fehlt? Weil ansonsten müsste man ja sagen, wir alle könnten heute, morgen, übermorgen zum Mörder werden. Oder gibt es da ein Spezifikum auf solche Personen? Ich muss Sie enttäuschen, wir könnten, die Schwelle wird für uns eine andere sein. Und wir können nur hoffen, dass wir viel bessere Schutzmechanismen haben mit Kränkung. Und das ist immer, Kränkung ist ja wie eine Granate, die einschlägt, nicht? Kränkung, mangelnde Wertschätzung, Demütigung, das sind Wunden, die geschlagen werden oder die gefühlt geschlagen werden. Es ist ja nicht beabsichtigt unbedingt, dass man jemanden so demütigt. Da kann ja in einem Streit so eine Eskalation entstehen, dass einer dem anderen etwas vorwirft, was unerträglich ist. Und jetzt wird er nicht beabsichtigt, so jetzt werde ich das kurz regeln, sondern hier kocht die Wut einfach hoch und mit dieser Wut ein Alles-oder-Nichts-Gefühl. Jetzt stellt man das einfach ab, nicht? Und zeigt, was man eigentlich kann, ist, tut. Und der eigene Selbstwert vom Gefühl her richtet sich manchmal auch wieder auf. Weil man hat das jetzt einmal ganz klar gezeigt und gesagt, dass hier gilt das, was man selber wünscht und was man tut, nicht? Das hat mit Nachdenken nichts zu tun. Diese Menschen denken auch nicht, dass sie nicht nachdenken, sondern es gibt ja derartige Tötungsdelikte in allen Schichten. In Beziehungen, insbesondere eben in gewissen Situationen, in so Konfliktsituationen und in Krisensituationen. Und wenn einmal dieses Gefühl hochkocht,
dann ist es oft wahnsinnig schwer, dass es zur Ruhe kommt wieder. Und da hat die Vernunft, die ja im Leben eh wenig Rolle spielt, ehrlich gesagt, wenig zu reden. Mhm. Man weiß, dass das verboten ist, aber im Moment ist das unwesentlich, das Wissen, das Handeln ist das Wesentliche. Mhm. Abschließende Frage noch. Nirgendwo in Europa ist der Frauenanteil unter den Mordopfern höher als in Österreich. Wie erklären Sie sich das? Ich glaube, das hat vielleicht statistische Bedeutung, weil wir ja gewissermaßen sonst nicht so viele Tötungsdelikte haben in unserem Land. Ich weiß es nicht. Oder sagt das über die Männer in Österreich aus? Ich glaube, das sagt nicht unbedingt was über die Männer in unserem Land aus, weil dieses Charakteristikum gewissermaßen, dass man wegen der eigenen Ehre und dem Gefühl, sich zu präsentieren, den anderen Gewalt antut oder töten muss, das ist kein Spezifikum in unserem Land, nicht? Mhm.